Das Worldbuilding in One Piece unterscheidet sich gewaltig von anderen Shonen-Anime und Mangas und das liegt daran, dass diese Welt unserer am meisten ähnelt. Wir kennen auch aus der Vergangenheit Piraten, die sogar namentlich benannt wurden und uns wurden diese als böse dargestellt. Aber in One Piece lernen wir recht früh, dass das Böse vom Auge des Betrachters abhängt. Die Story von One Piece wird bereichert durch die verschiedensten Charakter, die wir auf Ruffys Reise kennenlernen und ich würde sogar so weit gehen und sagen, das ist der Manga mit den meisten Charakteren, wo wir eine Backstory bekommen und meist die Protagonisten sogar mit ihnen Abenteuer erleben, ob sie nun gegen sie kämpfen oder sich mit ihnen verbünden, spielt dabei keine Rolle. Jeder von ihnen hat ein x-beliebiges Ziel, was Freiheit oder die Weltherrschaft oder vielleicht die Herrschaft über ein Königreich sein kann, aber es ist immer interessant anzuschauen, wie sie diese Ziele erreichen wollen, auf welche Art und Weise und wie weit sie dafür gehen. Natürlich spielt in One Piece die Ursache und Wirkung auch eine sehr wichtige Rolle, denn dieses ganze Konzept, welches Eiichiro Oda verfolgt, ist lebendig. Also wenn irgendwas in der Welt von One Piece passiert, wirkt dieses Ereignis sich auch auf die ganze Welt aus. Ein ganz gutes Beispiel ist, dass zum Beispiel als Ruffy ein höheres Kopfgeld bekommen hat, die ganze Welt davon mitbekommen hat, durch natürlich Big News Morgan, Zeitungen. Das ist natürlich auch etwas, was die Welt in gewisser Weise beeinflusst hat und viele Charakter, die eine wichtige Bedeutung haben, anfangen ihre Schachzüge zu machen. Je weiter die Reise von Ruffy voranschreitet, desto größer wird anscheinend die Gefahr, die von ihm ausgeht. Aber am Anfang war das Ganze nicht so. Erinnert ihr euch noch daran, dass Ruffy Zoro befreien wollte und dafür Captain Morgan besiegt hat und dann einfach weitergereist ist und die Marine sogar dankbar war? Das waren die Anfangszeiten von One Piece, als es so schien, als wäre Ruffy auf der guten Seite und würde die Welt retten. Aber die Weltregierung ist anscheinend in One Piece das Gute oder so soll es anscheinend nach außen hin wirken. Aber sie finden mittlerweile Ruffys Aktionen irgendwie nicht so gut. Und das wollte uns halt Eiichiro Oda so langsam beibringen, als dann er beschlossen hat, One Piece etwas länger zu machen. Und die drei Arcs, die dafür essentiell wichtig waren, waren natürlich Alabaster, wo wir dann die antiken Waffen kennen. Lernten, die Poneglyphe zum ersten Mal so richtig thematisiert bekommen haben. Natürlich ging es dann auch weiter in Skypiea, wo wir herausgefunden haben, dass Gold Roger, der Piratenkönig, sich anscheinend auch mit den Poneglyphen beschäftigt hat, da er die Sprache auf den Poneglyphen einfach mal aufs Gold gemeißelt hat. Wir wissen, später haben wir herausgefunden, dass es Kozuki Oden war, der Crew von Roger beigetreten ist. Das war natürlich ein krasses Mysterium und wir wussten nicht, was Roger uns mit den Worten mitteilen wollte, dass er schon mal dort auf der Insel war. Später in Inis Lobby haben wir herausgefunden, dass die Poneglyphe gar nicht entziffert werden können und die Flashback-Szenen von Ohara machen uns klar, okay, die Weltregierung hat was zu verbergen und seither steht Ruffy unter Beobachtung. Noland ist eines der wichtigsten Charakter, die in One Piece bisher eingeführt worden sind und seine Story-Relevanz ist bis heute immer noch zu spüren. Er wurde als Lügner betitelt, weil er auf einer unbestimmten Insel auf ein Volk traf und dort einen sehr guten Freund gewann, und zwar Kagara. Dort half er den Leuten mit seiner Technologie und später, als er dann irgendwann mit seinem König und anderen Leuten zu dieser Insel wollte, war sie weg. Ein Stück Geschichte wurde komplett ausgelöscht und die Menschheit hat einfach vergessen, dass es überhaupt diese Insel an diesem Ort gab. Noland wurde als Lügner betitelt, weil es keinen Beweis für diese Insel gab. Und wir lernen erst kürzlich kennen, dass Im-sama darüber spricht, Geschichte auszulöschen. Und die Gorosei wollen dies durchführen. Das ist natürlich ein richtig krasses Referenzbild, das wir sehen können. Wir haben God Valley, eine Insel, die ebenfalls ausgelöscht wurde. Menschen können sich daran nicht erinnern und das ist hier genau dasselbe Beispiel wie bei Noland. Die Insel war weg und natürlich die Geschichte dahinter wurde ebenfalls ausgelöscht. Die Weltregierung schaffte es vor 800 Jahren, den 100-jährigen Krieg gegen das vergessene Königreich endlich abzuschließen und als Gewinner hervorzutreten. Und seither haben sie einfach die Geschichte so umgeändert, dass es für ihr Vorteil spricht. Und ich denke, Noland war nicht der Einzige, der dadurch halt irgendwie im negativen Sinne beeinflusst wurde und als Lügner abgestempelt wurde. Das Ereignis gab es hunderte Male und sogar erst vor kurzem, was wir halt erfahren haben, Gott
Valley war auch so ein Beispiel. Die Geschichte wurde so umgeändert, dass Inzama keine Nachteile hat. Er hat Angst vor Menschen und will halt die Menschen unter Kontrolle halten. Aber Menschen entwickeln sich immer weiter. Deshalb hat er zum Beispiel Vegapunk bei sich, der den Menschen 500 Jahre mit der Technologie voraus ist, damit die Menschen, die halt immer auch technologisch wachsen, niemals Inzamas Technologie übertreffen können. Er hat um sich herum nur die fünf Weisen, die auf seine Worte hören. Sind es denn wirklich ganz normale Menschen? Ich bezweifle das Ganze. Wir haben zum Beispiel Menschen und Engel. Die fünf Weisen stehen hier in diesem ganzen Spiel als die Erzengel. In der Religion wird ganz stark beschrieben, dass Menschen einen Instinkt haben und natürlich auch auf jemanden hören können und vielleicht auch Befehle ausführen können. Aber das natürlich, indem sie abwiegen, okay, ist das gut oder schlecht für mich? Aber die fünf Weisen scheinen Charakter zu sein, die keinen Instinkt haben. Sie können nur gehorchen und tun das, was Inzama sagt. Aber woran liegt das Ganze? Es könnten eventuell nicht Menschen sein, aber wenn sie nicht Menschen sind, könnten sie künstliche Menschen sein. Dadurch, dass Inzama Angst hat vor den Menschen und was sie zustande bringen können und das, indem sie gemeinsam arbeiten, könnte er eventuell versuchen, eigene Menschen zu entwickeln. Das ganze Beispiel sehen wir natürlich auch an dem Pazifistas der Forschung von Vegapunk, der auch wirklich versucht, künstliche Intelligenzen zu erschaffen, die halt wirklich das tun, was die Weltregierung will. Und das ist natürlich auch eine sehr starke Verbindung zu den fünf Weisen. Diese könnten in etwa auch homunculusartige Wesen sein. Die Welt ist, wie wir wissen, in vier verschiedene Blues unterteilt. Das North, South, West und East Blue und die Red Line spielt dabei eine wichtige Rolle. Aber woher kommt überhaupt dieser riesige Brocken? Es spielt natürlich hier bei diesem ganzen Thema wieder eine wichtige Rolle, denn wir haben Kontinentenseher, Tunisia oder auch die Umibusus aus dem Florian Triangle, die eventuell das halt für die Weltregierung vollzogen haben können. Aber was bewirkt das Ganze? Die Menschen sind voneinander getrennt und können nicht zusammenarbeiten. Das ganze Potenzial der Menschen wird sozusagen in vier aufgeteilt. Unsere Menschheit hat sich auch nicht nur in einem Land weiterentwickelt, sondern dadurch, dass mehrere Länder miteinander zusammengearbeitet haben. Und wir haben in One Piece bisher noch nicht wirklich ein Festland gesehen. Das einzige, wo man wirklich von einem Festland ein bisschen sprechen könnte, ist das Königreich Alabasta. Das war höchstwahrscheinlich bisher die größte Insel, die wir jemals kennengelernt haben. Und ansonsten haben wir nur so ganz kleine Insel kennengelernt. Das ist natürlich auch so eine Sache. Die Königreiche können nicht miteinander kooperieren. Dadurch entwickelt die Menschheit sich natürlich langsamer weiter. Und das ganze Prinzip vom All Blue, was sozusagen der Traum von Sanji ist, ist definitiv auch etwas, was vom vergessenen Königreich kommt. Dieser Traum wird bis jetzt weitergetragen und die Menschheit kann sich erst vollkommen entfalten, wenn halt alle Meere miteinander vereinigt sind und vielleicht die Menschen einfach ein bisschen besseren Kontakt miteinander aufbauen können. Oben auf der Red Line gibt es Mary Joa und auf Mary Joa leben die Tenryubitus, die Gorosei und auch Inzama, und zwar im Pangea-Schloss. Und dieser Name ist eigentlich schon für sich sprechend, und zwar Pangea heißt, dass ganze Kontinente existieren und es noch keine Kontinentenverschiebung gab. Und das spricht natürlich dafür, wenn die Red Line nicht existieren würde, dann würde höchstwahrscheinlich die Welt eins sein, und wenn Inzama die Kontinente nicht verschoben hätte, dann würde es natürlich auch Kontinente geben. Jetzt ist die Sache, wir haben die Prophezeiung von Madame Shirley, dass die Red Line zerstört wird von einer Person mit einem Strohhut. Wir haben hier zwei Personen, die einen Strohhut besitzen. Zum einen Inzama und zum anderen Ruffy. Diese Strohhüte können eventuell Fähigkeiten haben, aber das ist Thema von einem anderen Video. Aber wenn jetzt Ruffy die Red Line zerstört, heißt es, dass er sozusagen Inzamas Plan zerstört hat und die Red Line hat zerstört, damit die Menschen zum einen werden. Aber das ist, denke ich mal, nicht das, was Eiichiro Oda verfolgt. Ich denke, er will, dass die Antagonisten auch irgendwie nachempfinden können, was Ruffy denkt. Dass Ruffy ihre Meinung ändern kann, und ich denke, Ruffy wird die Meinung von Inzama ändern, sodass Inzama nicht mehr mit Angst gegenüber den Menschen treten muss, sondern die Menschen versteht, weiß, dass man zusammen mehr erreichen kann und nicht unbedingt jemanden unterdrücken muss, nur weil man Angst hat, es selbst nicht besser machen zu können. Inzama hat sich selbst als Gott aufgespielt und gedacht, er könnte
intelligente Menschen entwickeln, die perfekt sind, die halt nicht das große Problem auf Erden hervorbringen können und dabei sich selbst ins Knie geschossen. Und Ruffy könnte ihn sozusagen überreden dazu, dass er dem Menschen vertraut, nachdem er ihn natürlich besiegt hat. Ich denke, so einfach wird das Ganze nicht gehen. Und nachdem der ganze Vorfall zu Ende ist, könnte Ruffy ihm Sama klar machen, komm, vertraue dem Menschen, sei ein Teil dieser Menschheit. Und ihm Sama könnte zwar unsterblich sein, aber dann vielleicht mit dem Menschen sein restliches Leben teilen und versuchen, irgendwie den Frieden herbeizubringen und die Redline selbst zerstören. Das wäre natürlich mal was richtig Krasses. Und ich denke, nur wenige hätten erwartet, dass ihm Sama selbst dann die Redline zerstört, um die Menschen zu vereinen. Das war's dann von dem Video, meine Freunde. Schreibt doch mal in die Kommentare rein, was ihr glaubt, wovor ihm Sama am meisten Angst hat. Und natürlich, ob die Gorosei normale Menschen sind oder von ihm Sama in gewisser Weise kontrolliert werden. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt und ein Abo. Und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal Kozuki One Piece.